Hallo zusammen. Du bist nicht im Bild. Ich bin voll im Bild. Ich bin immer im Bild, egal was geht. Wunderschönen guten Abend zusammen. Hier sind wir wieder in voller Größe. Und für euch bereit. Hallo Marcella, meine kleine Schwester ist schon da. Wunderschön. Marcella, wir haben heute Abend Baumwollstoff für euch und vielleicht ist das eine oder andere dabei, was euch gefällt. Nicht nur für meine kleine Schwester, sondern für alle anderen Schwestern und Brüder da draußen. Ja, mir dachte, mir zeige jetzt mal, wo man auch was Nützliches machen kann. Nicht nur immer Mode, sondern auch was für den Tisch, als Täschle, als Patchwork. Als Werkzeugtasche auch. Hallo Ja. Tobias. Für alle Arten von Taschen. Oder Wunderschöne neue ja. Sachen. Wir sind ganz verliebt in unsere neuen Stoffe und deswegen wollen wir sie euch auch nicht vorenthalten, sondern haben sie echt heute Abend dabei. Genau, ich habe euch auch eine Idee, was ich nämlich jetzt kürzlich gemacht habe. Jetzt kommt's. Habe ich mich tatsächlich an Patchwork gewagt. Und zwar, das kennt ihr sicher, wer Patchwork macht, die Log Cabin ist das. Und das ist unwahrscheinlich, was man da für Muster legen kann. Also, wenn man die immer wieder anders zusammenlegt, ist wieder ein ganz anderes Muster. Und das habe ich tatsächlich aus lauter kleinen Streifen. Mal ein, das ist ein Teil von der Decke. Genau, und es sind lauter solche Teile werden dann geschickt und intelligent zusammengesetzt. Genau. Und dann sieht das so aus. Und das müsst ihr echt mal ausprobieren. Das ist faszinierend, wenn man das wieder dreht, was da für ein Muster rauskommt. Aber wer das macht, wer Log Cabin kennt, der weiß auch, wie es funktioniert. Also ist auch für Tasche oder Kissen, man braucht nicht gerade so was Großes machen. Und vor alle Dinge ist es toll, man kann Reste verwenden. Genau, man kann Rechte Ja. verwenden. Und für die Kombistoffe, da haben wir dann wieder was Genau. als Und Reste wenn man da hat. mal genau hinschaut, schaut mal, das sind ja wirklich ganz viele unterschiedliche. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Das sind sechs unterschiedliche Stoffe, die hier verarbeitet sind. Und da gibt es natürlich keine Grenzen, wo die Fantasie, kann man die Fantasie walten lassen. Man kann auch gebrauchte Stoffe, die man vielleicht mit einer Erinnerung verbindet, mit neuen Stoffen kombinieren. Gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Hab mal eine Mutti da gehabt, da hat der Sohnemann T-Shirts gehabt aus Kindheitstagen und die haben wir mit dem Gewebe dahinter gebügelt und die hat sie immer als Mittelteil genommen, als größeres Mittelteil, hat es da drumherum als Patchwork zusammengenäht und hat dann diese T-Shirt-Teile immer als Mittelpunkt von so einem Log Cabin gehabt. Das war auch eine ganz tolle Idee. Einfach nur fällt mir gerade Ja, ein. eben, wenn man mal was Nützliches machen will. Gut. Ja, dann fangen wir an mit unserer wunderschönen neuen Patchwork-Stoffe. Ah, ist ein Also Traum. alles 100% Baumwolle von der Firma Frohwein. Und die sind jetzt 1,12 Meter breit. Und Patchwork-Stoffe haben natürlich den Vorteil, es ist eine hochwertige Qualität und man braucht sie nicht zu waschen vorher. Weil die sind so hochwertig oder gute Qualität, dass die nicht eingehen beim Waschen. Also wirklich darauf achte, wenn er auch Kombistoff dazu, dass halt alles dann von derselben Sorte sind. Also Patchwork. Nicht ein billiger Baumwollstoff, den würde ich dann vorher waschen, wenn man es kombinieren kann. Von der Stärke her geht es schon, aber von der Qualität ist natürlich schon ein Unterschied. Sie sind natürlich auch etwas teurer, aber schön. Und man kann natürlich nicht nur Patchwork machen, da kann man Tasche oder auch eine Blusenjacke oder Eine als unnützliche Blusenjacke, die ja. braucht man ja nicht wirklich. Sie wollte von was nützlichen Dingen Ja, sprechen. aber wer jetzt nichts Nützliches mag, unnütze Sachen sind Naja, ja auch also schön. wenn man nackig in der Gegend rumläuft, Ja. also bei Marco würde das gefallen, wenn du zu Hause na nackig rumlaufen würdest. Da wird es mir immer frieren. Immer friere. Bei dir ist immer recht warm daheim. Okay, also hast du das richtig Na, gezeigt? ich habe mir gar nichts gezeigt. Ja, dann zeig also mal. einmal und zwar hat es so einen richtig schönen Goldschimmer noch drin in so einem Blauton, fast wie so eine Jeansfarbe Ja, es ist so ein mit bisschen. Dunkelblau. Und Royalblau ist drin. Ja, Wunderschön. genau. Und da gibt es natürlich auch einen Kombistoff dazu. Wir haben natürlich immer Kombistoffe, ist ja klar. Ja. Und wir haben auch sehr schöne
Kombistoffe wieder bestellt. Also so wie die früher die marmorierte sind, kommt jetzt eine andere Art. Ein bisschen moderner, super schön. Das sieht auch wunderschön zusammen aus. Ja. Und ich zeige euch den einfach von nahen noch. Der ist jetzt also ein bisschen heller. Der ist ein bisschen heller in der Farbe, aber da kommen jetzt diese anderen Blautöne wieder vor, die in dem anderen Stoff sind. Das ist jetzt ein bisschen größer gemustert, weil das ist ja auch immer schön, große und kleine Muster zusammen zu verarbeiten. Und da ist auch wieder dieser Goldschimmer, sieht man jetzt hier ein bisschen besser. Schaut mal, das ist so ein bisschen gold bedruckt, der ist auch wunderschön, hat einen hellblauen Untergrund und passt super schön zu dem klein gemusterten. Der wirkt dann daneben fast wie ein Unistoff, aber er ist nicht unifarben. Und genau das ist ja das, was so spannend ist an dieser ganzen Patchwork-Geschichte. Und ja, genau, das ist der erste Kombistoff dazu. Das wäre der Stoff Nummer 1. Das ist der Stoff Nummer 1. Und das ist der Stoff Nummer 2. Das ist der Stoff Nummer 2. Und wir reden jetzt immer von Stoffen mit 1,12 Meter Breite, 100% Baumwolle. Und der Preis ist immer die 22,90. 22,90 der laufende Meter für diese wunderschönen, hochwertigen Baumwollstöpfle. Ja. Du hebst den noch fest. Auch sehr schön für, da geht man doch genau, auch gut dazu. Das wollte ich jetzt gerade. Für Kosmetiktäschchen oder so, kleine Utensilos. Da gibt es noch was. Noch mal einen. Mit Rost und Blau. Der auch wunderschön dazu passt. Schaut mal, da kommt jetzt wieder dieses Blau, zieht sich dann durch die Stoffe durch. Da haben wir das jetzt hier drin. Und das ist jetzt so ein Stoff, der sieht ein bisschen aus wie Fächer. So japanisch. Wie Fächer oder wie so Blätter oder so. Wirklich wunderschön. Sieht ein bisschen wie ein Wellenmuster. Ich zeige ihn euch von Namen. Schaut mal, ist der nicht toll? Da sind also wirklich ganz, ganz tolle Muster dabei. Da sind wir jetzt mit Rot und Pink und Blau. Schaut mal, da sieht man jetzt das Rot, das Pink, richtig kräftig Pink, und das sind diese Blautöne, die in diesen anderen Stoffen auch vorkommen. Hallo Jessica, sehr schön. Gefällt dir, gell? Vielleicht muss der Tobias ja mal eine Tischdecke nähen. Haben tolle Stoffe dazu. Okay. Das ist auch nochmal. Da war nochmal ein Kombistoff dazu. Dann geht's in die Rot-Bordeaux-Richtung, auch wieder mit Grün und dem Blau wieder drin. Das Blau zieht sich durch. Ja. Der wäre die Nummer 4. Da habe ich keine Nummer dazu gesagt. Das ist die Nummer 3. Also die Nummer 3 ist mit diesem Fächermuster. Schaut mal, wunderschönes Stoff. Und da sieht man auch diesen Goldschimmer wieder. Richtigen Goldschimmer. Und der Tobias hat jetzt eine Aufgabe, eine Tischdecke zu nähen für seine Frau. Kommen wir zu dem. Ah ja. Und ja. Schaut mal, ich habe jetzt hier nochmal, den Stoff hat die Evi gerade schon gezeigt. Das war dieser dunkelrote mit den schönen Blumen, wo das Blau drin ist. Man kann das mit dem ersten Blauen kombinieren oder aber auch mit diesem anderen Stoff, den ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist wieder so ein ganz, ganz typisches Patchwork, eine typische Patchwork-Geschichte. Sieht ein bisschen aus wie gebatikt, hat so einen Melonenton. Genau, nehmen wir den mal ab. Das ist so mit Melone oder so ein bisschen, ja, schon Melone, gell? Ja, Lachs. Lachs, ein dunkles Lachs, also Melonenrot mit Blümchen drauf und mit kleinen weißen Blümchen. Der ist der ist wunderschön. Ja, ja, zum Schrauben kannst du die Tischdecke dann auch nehmen in 20 Jahren. Mein Sohn meinte, die Tischdecke könnte man ja auch zum Schrauben nehmen. Schaut mal, für alle anderen. Das ist ein wunderschöner Stoff in diesem Melonenrot oder in diesem, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Lachs. In dem Lachs. Ich muss was essen. das ist der Stoff Nummer 5. Der Nummer 5 ist dieser lachsfarbene Baumwollstoff. 1,12 Meter breit und für 22,90. So. Ja, und das geht natürlich eins ins andere über. Schaut der mal. Passt natürlich auch zu dem. Ja, da sind genau die gleichen Farbtöne drin. Auch mit einem Goldschimmer und der Untergrund ist ein dunkles Grün. Wunderschön. Und das ganze Muster, mal so. Das sind also die sind jetzt so groß, diese Blumenpuffs, schaut mal, wie so meine Hand, damit ihr das ein bisschen vergleichen könnt, auch wie groß das ist, kann man natürlich als einzelnes Quadrat nehmen oder halt als größere Fläche dann. Wunderschön. Ja. So. Und der hat die Nummer 6. Jetzt. Oh, schwache Verbindung. Nicht von mir. Ja,
gibt es natürlich noch einen Kombistoff in Grün dazu. Mit dem Gold, da sieht man es jetzt richtig schön. Also ich sehe es auf jeden Fall ja, schön. Ja, das schimmert richtig schön. So in der Kamera sieht man es aber eigentlich auch. Ja, das sind so kleine Blüte, so, ja. Wie so Strichzeichnungen. Und es passt jetzt wieder schön zu dem Grün. Schaut mal da unter, da sind so grüne Blätter an den, da sind so Blätter an den Rosen, an dem Rosengebinde ja. Hier. Und es passt wunderschön zusammen. Genau. Und der dunkelgrüne, also der Grün mit Gold, der hat jetzt die Nummer 7. So, und weil wir haben nochmal einen Grün. Noch ein Grün. Nochmal Grün. Nochmal Grün. Und zwar passt der natürlich wieder zu dem Grün-Gold. Gibt es auch das Natur. Mit den, was sind das, Palmblätter oder Palmblüte, so, auch genau. Mit Gold und Grün, passt auch perfekt genau. Zusammen. Super schön. Also wäre eine wunderschöne Patchwork-Decke oder so ja. In den Farben zusammen mit dem Rosenmuster auch und das. Ja, das ist einfach wunderschön, auch überall immer ein bisschen dieses Gold dazwischen und das ist jetzt einfach so ein bisschen zart auch, hat so ein bisschen so ein asiatischer Touch eigentlich, so ein bisschen wie Bambus, das könnte auch Bambus sein. So Bambus, lange Bambusstecke ja, genau, und so sieht also wirklich wunderschön aus, hat sehr, sehr stimmig auch und auch für 22,90 1,12. Dankeschön, 1,12 breit. Was haben wir ja. Da? Mohnblumen. Ja, jetzt kommen wir mal zu der nächsten Qualität und zwar ist das ein ganz feiner Baumwollstoff, also eher so Richtung Batiste ja. Oder ja, so ein ganz dünn. Ganz halt dünn und ganz glatt. Für Kleider, Blüsli nehmen kann. Genau. Das ist wirklich so. Eine ganz leichte Ware. Die ist jetzt ja. Leichter. Diese Ware ist leichter. Kommen die nächsten sind auch so, die wir zeigen? Ja. Okay, also ist das jetzt so. dieser leichte Baumwoll-Batiste, der wirklich wunderschön ist für leichte Blusen, für Kleider, für Kinderkleider. Was kann ich mir daraus auch vorstellen? Vielleicht auch einen luftigen Vorhang ja, irgendwo. Einen Rock, oder einen Rock, genau. Nachtwäsche. Für Sommer, ja. Sommerschlafanzüge mit Shorts und mit einem luftigen Oberteil oder Nachthemd kann ich mir auch vorstellen. Also wirklich ganz, ganz luftige Sommerkleidchen. So fast transparent. Fast transparent, schaut man. Und es ist ein wunderschönes, das ist ein Rosé. Vielen Dank, hallo. Schön euch zu sehen auch. Es ist ein zartes Rosé und die Mohnblumen sind fast rot, so lachsrot und sind so Blätter und kleine weiße Blümchen dazwischen. Schaut mal, seht ihr das? Wunderschöner, ganz weiche, leichte Stoff. Und da sind wir beim Preis von 21,90, der ist 1 Euro günstiger und das ist der Stoff Nummer 9. Ja, und hier kommt der nächste. Du darfst. Und zwar ist das ein Grauton mit kleinen orangenen Blütenkelche. Blütenkelch, was sind denn das? Glockenblume oder ja, so? Also jetzt haben wir es. Glockenblume. Also so ganz klein verstreut. Wirklich schön für auch eine Bluse, so was Zartes, Fließendes. Da ist noch ein Royalblau mit drin, ein kräftiges Grün. Und das Orange, und wenn man es natürlich probisch kombinieren kann, ist der natürlich optimal dazu. Genau, da ist jetzt wieder dieses Orange-Rot, dieses hier, und dieses Smaragdgrün ist da auch wieder mit drin. Schaut mal, es ist immer so, dass einige Farben kommen immer wieder vor und das Schöne ist, es kommt immer wieder eine neue Farbe dazu. Da ist jetzt Gelb da drin und noch ein bisschen Türkis. Das ist eine neue Farbe, das macht es ein bisschen spannender, aber es sind viele gemeinsame Farben dabei und das ist das Schöne an diesem Zusammenverarbeiten, dass man die Gemeinsamkeiten und aber auch wieder eine Spannung reinbringt über eine andere kleine Farbnuance. So genau. Ist das. Das sind wieder die ganz leichten auch Stoffe wieder wie vorhin. Also wirklich gut für Kleidung, Kinderkleidle, also ist was ganz Luftiges. Schöne, ganz, ganz dünn. Bluse-Shirt. Genau. Ja. Und der graue hat jetzt die Nummer 10. Und der orangefarbene ist die Nummer 11. Nummer 11. Die Breite ist wieder die 1,12. Das ist die klassische Patchwork-Breite bei diesen Baumwollstoffen. Die das schon mal gemacht haben, die wissen, das sind also auch viele Stoffe, die so nach dem amerikanischen System genau. Auch mit dieser Stoffbreite. Die kommen halt alle aus Amerika, England. Genau. Wir haben schon ein halbes Jahr jetzt drauf gewartet. Ja, ganz lange. Schaut mal, ich habe hier was für den Frühling. Das ist Frühlingssaft, ganz, ganz grün. Mit ganz vielen unterschiedlichen Grüntönen. Das ist jetzt ein Stoff,
wenn man ganz verzweifelt irgendwas sucht, was zum Grün passt, was man jetzt vielleicht zu Hause hat oder was man gerne verarbeiten möchte und man findet keinen Grünton, dann nimmt ihr den Stoff. Was schaut man? Hier sind ganz viele, es ist ein bisschen Olivgrün, es ist Grasgrün, es ist Dunkelgrün, es ist so ein Blaugrün drin. Seht ihr das? Der passt dann zu all den Dingen, die man dann zu Hause hat. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ganz klein geblüht. Passt der dazu? Nö, den zeigen wir nicht dazu, den zeigen wir extra. Also das ist so der eine, einer von diesen ganz leichten Qualitäten, den man wirklich super schön kombinieren kann. Könnte also jene Idee, also eine ganz luftige Geschichte. Und das ist der Stoff Nummer 12 mit diesen ganz vielen Grünschattierungen und wieder für 21,90. Ja, da kommt noch einer zu dieser Serie. Der ist jetzt schwarzgrundig, hat grün mit den grünen Palmwedel oder Farn, was ist denn das? Also eine sieht aus wie Linienblätter so, genau, oder so. Mit einem Beereton dazwischen, in Lila, eben auf Schwarz. Und gerade das Schwarzgrundig ist natürlich auch rassig. Rassig, ja. Es kommt immer gut. Für auch praktische Dinge. Auch wenn man nur einen Top macht. Ist das? Ja, doch. Ja, doch. Sehr schön. Sehr schön. Die Nummer 13. So, ja. Was machen wir dazwischen noch? Dann, möchtest du gerade? Das sind noch die ja, genau, dann machen wir die gerade fertig. So, und das ist jetzt, das ist ein Jacquard, ein Baumwoll-Jacquard. Das heißt, hier sind die Musterungen auf dem Stoff nicht bedruckt, sondern ist eine gewebte Geschichte. Diejenigen, die uns schon eine Weile folgen, die haben das schon ein paar Mal gehört. Jacquard heißt, es ist immer mit zwei oder mehreren Farben gewebt und das Muster kommt über das Webschema. Schaut mal, und das ist jetzt so, das ist so ein rosa, ja, so ein pastelliges Rosa. Auf der Rückseite ist das Naturweiß und da sieht man dieses Muster in Rosa. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich von dem rosanen Meer und das Muster kommt in diesem Naturweiß zum Vorschein. Und das sind wie so, naja, das sind wie so Ornamente. Man könnte es im Entferntesten sagen, es sind vielleicht Blumen. Aber wenn ich weiter weggehe, seht ihr so Rondelle. Da gibt es so Blumen daraus, wie so ein Mandala fast. Wunderschön. Ton in Ton, das ist jetzt mit zwei Garnen gewebt, also mit zwei Fäden gewebt, eine ganz tolle Qualität. Das heißt, das Muster wäscht sich auch nicht raus. Und ihr habt immer eine wunderschöne Kehrseite, schaut mal, ihr habt immer eine wunderschöne Kehrseite, die ihr natürlich auch zum Kombinieren wunderbar nutzen könnt. Und so hat man immer relativ viele Möglichkeiten, mit einem und demselben Stoff unterschiedliche Sachen herzustellen. Ja, ja? Ihr habt sicher schon gesehen, bei den Tragetüchern, gemacht sind und das ist so der Stoff, wo man auch für Tragetücher nehmen kann. Genau, so ganz so weich, das, ja. Ganz weich gewebt, doch relativ fest und es ist keine Musselin, aber es fühlt sich ein bisschen an wie Musselin, weil er ganz weich ist. Also für Tragetücher, für Babysachen, aber auch für ganz trageangenehme Damenoberbekleidung, ja. Für Kleider und so weiter. Und das ist auch alles, das ist 100% Baumwolle und in Altrosa, das ist die Farbbezeichnung. Und da sind wir bei einem Preis von 29,90 für diese Jacquard-Webung. Und das ist der Stoff Nummer 16. Und wenn es interessiert, die Stoffe waren jetzt alle von der Firma Frohwein. Genau, von der Firma Frohwein, ist auch ein guter Lieferant von uns, sehr zuverlässig. Arbeiten wir gerne zusammen. Ja, hier kommt nochmal ein Baumwoll-Crepe eigentlich, so Krinkel. Mit einem Streifen so, ja, da könnte ich mir auch noch gut eine Hose vorstellen und natürlich auch die Tragetücher. Genau. Das ist und das ist jetzt wieder gewebt, schaut mal, und das ist natürlich jetzt mit drei Farben gewebt. Von der Rückseite sieht man das jetzt, das ist dieses Rosa, das ist der Grundstoff und da ist Weiß und dieses Rot eingewebt. Da sieht man es ein bisschen besser und diese Streifen sind gewebt, die sind nicht bedruckt und auf die Art und Weise kommt auf der einen Seite so ein Muster aus und auf der anderen Seite ist es einfach praktisch die gespiegelte Musterung. Man kann beide Seiten verwenden, wenn sie einem gefallen und man hat kein Auswaschen des Musters übers Waschen, weil das ja Garn gemustert ist. Genau. Den haben wir natürlich noch in einer anderen Variation. Einmal das Altrosa und dann den Beereton. Das Bordeaux. Mhm. Also selbe Muster, zwei Farben. Genau.
wunderschöne. Und die einen Preis von 18,90 und der dunkle ist die Nummer 15. Und der helle ist die Nummer 14. So. Fangen wir damit, weiter. Machen wir mit der Baumwolle erstmal weiter. Wir haben auch Ware in Rollen da. Diejenigen, die unseren Laden kennen, die wissen, dass wir da hinten, ganz da hinten ist das, ganz da hinten haben wir so ein ganzes großes Regal, wo lauter Rollen drin sind. Und wir haben euch ein paar Rollen hier vorgeschleppt heute Abend, einfach um euch ein bisschen was davon zu zeigen. Das ist jetzt auch eine 100% Baumwolle. Ist von der Festigkeit schon auch so wie die Patchwork-Stoffe. Ist ein bisschen eine andere Qualität. Also die Patchwork-Stoffe, haben wir euch schon gesagt, die braucht man nicht waschen, die schrumpfen nicht beim Verarbeiten. Diese Stoffe sind auch für sowas geeignet, wobei ich bei diesen Stoffen, wenn sie etwas preisgünstiger sind, tatsächlich zuerst waschen würde und dann mit den anderen verarbeiten, weil da ist die Gefahr doch auch gegeben, dass sie einfach die natürliche Schrumpfgrad einfach noch da drin ist und dann habt ihr keinen Spaß daran, wenn ihr die mit den anderen verarbeitet und die unterschiedlich schrumpfen. Schaut mal, das ist jetzt ein aufgedrucktes Karo. Der Grundstoff ist ein weißer Stoff und dann ist rosa und Aprikot dieses Karo aufgedruckt. Schaut mal, das ist wunderschön, ganz, ganz netter Druck, also wirklich so ein fast wie Ski-Karo. Der Stoff ist 1,40 breit ungefähr. Eine 100%ige Baumwolle, gibt auch tolle Tischtücher oder sonst irgendwas, wirklich eine tolle Geschichte. Und das ist natürlich ein anderer Preis. Marcella wäscht immer vorher, ich weiß, Rolf, die ist auch zuverlässig und da ist sie ja Konsequenz, macht sie auch gut, meine kleine Schwester. 13,90 € für diesen wunderschönen Stoff. 13,90 €, die Rollen haben keine Nummer, aber das ist jetzt der einzige auf einer Rolle mit rosa Karo. 13,90 € der Karierte. Und wer es kombinieren möchte als Kinderkleid, gibt es nämlich den schönen rosa mit der weiß mit rosa Rosen. Rosen, genau. Das ist genau dieselbe schöne Kombi. Ja. Derselbe Stoff, also derselbe Stoff ist es auch, vom selben Hersteller. Das sind Rosen, die haben genau die Farben wie dieses Karo hier. Und dann kommt wieder dieses Grün dazu, was die ganze Geschichte spannend macht. Allein schon das Muster, eins grafisch und eins floral. Und dann aber auch mit nochmal einer anderen Farbe. Und das macht dann die Spannung in diesen Geschichten. Da könnt ihr wunderbar kombinieren. Ja. Wunderschön. Kann ich mir auch als Tischsets vorstellen, zum Beispiel die eine Seite so und die andere Seite so, kann man sie verstürzen und dann habt ihr immer eine saubere Seite, es sei denn, habt schon zweimal gekleckert, dann müsst ihr es in die Wäsche tun. Ja, oder eine Tischdecke und da eine Mitteldecke. Genau, es gibt ganz tolle Geschichten und da sind wir beim Preis, auch bei 13,90 €, die sind ungefähr 1,40 Meter breit, diese Stoffe. Ja. Ja, die sind 1,40 breit und 13,90 € für diese wunderschönen Baumwollstöffchen, die wir euch von hinten mitgebracht haben, aus unserem großen Rollenlager, nicht Rollenregal. Das ist nicht im Lager, das ist bei uns im Geschäft. So. Jetzt. Deko. Wir haben noch ein bisschen Deko dabei. Ich sehe schon. Die Evi räumt auf und es soll auch die Deko zeigen. Schaut mal. So, das ist wieder eine Rolle. Ein Fussel. Eine Rolle und da seht ihr, das ist schon so zusammengeklappt. Das heißt, der ist in der Höhe auch 1,40, aber da der doppelt ist, da unten ist ein Bruch dran, ist dieser Stoff 2,80 Meter breit. Ist ein wunderschöner Stoff, ist ein bisschen grober, ist ein bisschen wie ein dünner Canvas. Also ein wunderschöner Dekostoff in Weiß mit diesen unterschiedlichen Grautönen. Schaut mal, das ist jetzt so Blätter von Weitem. Komm, wir gehen mal weiter weg. Da können wir drüber gucken. Komm, guck mal da drüber. So. Ist das nicht ein schöner Stoff? So, komm jetzt nimm mal näher. Also, dieser entzückende Stoff, man kriegt den natürlich ohne diese Gesichter oben drüber, den müsst ihr halt selber machen. 2,80 Meter hoch ist eine Baumwolle, ein bisschen ein festerer Baumwollstoff. Ist super, die 2,80 Meter Höhe haben wir. Da kann man natürlich wunderschön Vorhänge machen. Wenn man eine Raumhöhe von 2,50, 2,60 oder 2,70 hat, reicht es von oben bis unten. Da kann man wunderschöne Vorhänge machen. Oder für einen großen Tisch, mal eine große Tischdecke oder so, kann man echt ganz toll machen. Und die ganzen kleinen Geschichten natürlich auch. Taschen und Läufer und Täschchen und Kissen und Bezüge und sag was.
Das war ein und Monolog. Und Silo und ja. Also wunderschöner Stoff, 2,80 Meter, wirklich für ganz tolle Möglichkeiten. Weiß mit diesen unterschiedlichen Grauen, sieht sehr, sehr elegant aus mit diesen Blättern, ist also nicht zu wild. Und Utensilos, die Marcella schreibt Utensilos, genau. 27,90 für diesen wunderschönen Stoff, den grauen Blätter, 2,80 Meter genau. Breit. Dann gehen wir ins Romantische. Schön. So, wir kommen näher. Pfingstrosen. Wunderschönen, riesigen Pfingstrosen. Schaut mal, diese Rosen sind wirklich ganz, ganz groß. Ihr habt das von weitem ja schon gesehen. Mit Grau und riesige Rosen. Die Rosen sind, ich hebe mal meine Hand wieder drauf. Die kennen meine Hand ja inzwischen. Genau. Ich habe meine Hand auf einer Rose. Seht ihr das? Die ist riesig. Also sie sind wirklich so groß. Die sind wirklich, also mehr wie gespreizte Finger und dann sind die so groß. Und ein wunderschöner Stoff, wieder 2,80 Meter breit und in einem, der Grund ist so hellgrau-bläulich, also es ist ein grau-blau, ist der Grund und die Blumen alle in diesen wunderschönen Rosetönen. Schaut mal, das ist ein Traum. Komm, wir gehen nochmal weiter weg. Ich finde, das muss man nochmal sehen. Oh, das ist so schön. Wäre natürlich auch super für eine Wandbespannung. Ja, genau. Eine Wandbespannung ist wunderschön. Ja. Oder vielleicht sogar ein Rock, wo ein bisschen Stand hat. Genau. So ein Tellerrock. So ein Tellerrock, einer von diesen ganz langen, weiten Röcken, oben ganz schmal. Ein 50er-Stil. So oder ein toller Sommermantel. Also wirklich ein ganz, ganz super schöner Style kann man daraus machen. Wunderschöne Geschichte. 2,80 Meter breit. Eine Baumwolle ist ein bisschen fester auch, nicht eine ganz dünne, sondern so ein bisschen fester. Und da sind wir wieder beim Preis von 39,90 Euro. Aber er ist 2,80 Meter breit, er ist doppelt so breit wie unsere Stoffe normalerweise. Also wunderschöne große Pfingstrosen, wir rollen ihn ein. Und du nimmst den anderen. Wollt ihr zugucken beim Rollen? Wir rollen. Teamwork beim Live-Event. Es ist ein Traum. So, und die Ege kommt mit was Blauem? Mit einem Blauton, Blau auf Blau und Beige. Grundig auch wieder 2,80. Mit wunderschöne Blüte drauf. Und ganz zart nochmal das Blau. Dezent auch mit mittlerer Blüteform. Ja. Mhm. Ja, genau. Das ist wieder ein Stoff, der ist 2,80 Meter. Breit, der hat hier eine Bruchkante und ist eine ganz tolle Geschichte. Hallo Nina. Nina ist eine meiner Kollegin aus dem Sport, die kann im Moment keinen Sport machen. Dann guckt sogar die Nina guckt sogar Stoff-Live-Sendungen an, das finde ich ja nett. Ja, beweg dich nicht zu viel, komm wieder zu Kräften. Okay. In Blau, unterschiedliche Blautöne mit tollen, wunderschönen Ornamenten drauf, 2,80 Meter breit. Ja, sieht sehr elegant aus, so dezent eigentlich und trotzdem schöne, intensive Farbe. Mhm. Und da sind wir wieder bei einer Baumwollqualität, etwas fester und ein Preis von 27,90 Euro der Meter. Ja. Genau. So, und die Evi hat noch ein bisschen Mode für euch. So, ein bisschen Appetit haben. Wo ist heute gekommen? Und zwar Baumwolljersey, er kommt der Sommer, in Petrol, Mint und Lachs sind die Vierer wieder auf dem Kopf. Nein. Nein, unten nicht. Ja, also das sind, was sind das für Fasane oder so irgendwas. Keine Vögel. Ahnung, auf jeden Fall haben sie einen großen Schwanz dahinter. Schön gefiedert. Also wirklich wunderschön. Und natürlich gibt es auch wieder Kombistoffe dazu. Ja. Also frisch heute eingetroffen von der Firma Helco. Baumwolljersey. Und dann zum Kombinieren, natürlich Kombistoff, darf nicht fehlen. In dem Lachs. Da. Man sieht dich nicht. Also guck, da. In dem Lachston. Zu den Vögeln. Genau, der Ton, wo da in den Vögeln drin ist, ist natürlich das. Genau.
Das ist jetzt einfach so ein Kleingemuster. Da schaut man wieder auf meine Finger. Da sieht man jetzt wieder, dass es einfach ein kleines Muster ist. Das ist wieder so Lachs, hell- und Dunkellachs. Ich zeige mal näher. Und den kann man wunderbar kombinieren zu diesen Fasanenvögeln. Oder zu den Blütendruck natürlich. Ja. Das ist jetzt nochmal so eine gefächerte Geschichte. Die Blüten sind wunderschön auch. Und wieder dieses Petrol mit Türkis. Da ist jetzt wieder ein bisschen Gelb dabei, wenn er ganz, ganz nah dran kommt oder wenn die Ehe näher dran kommt. Schaut mal, da ist wieder so ein bisschen Gelb und Orange. Und es ist wirklich eine ganz, ganz schöne, eine ganz schöne Geschichte. Ich finde die wirklich ganz spannend. Das einfach als etwas ruhigere Variante mit diesem hier zusammen. Das einfach nur als Appetit, als Appetizer. Appetizer? Ja. Also um auch Appetit zu machen. Wir kriegen gerade jeden Tag neue Stoffe, wunderbare Sommerstoffe, Frühlingsstoffe. Es ist in allen Kategorien, ob das Mode, ob das Jersey ist, kriegen wir gerade jeden Tag eine Lieferung. Auch morgen kriegen wir wieder, ist ein Paket avisiert von Swarthing, ist auch einer unserer großen Lieferanten. Da kommt sogar mit dem Auto. Der kommt morgen viel mit dem Auto selber. Wieder aufs genau. Auto. Mhm. Ja. Oh. Und wenn Stricker dabei sind, wenn bei euch auch welche stricken, wir haben auch wunderschöne neue Sommerwolle schon bekommen mit Leinen, mit ein bisschen Glitzer, ein bisschen Seide drin. Auch ganz tolle Geschichten, die man jetzt auf den Sommer auch schon wieder stricken kann. Ja. Stricken geht immer ein bisschen länger. Das heißt, wenn man jetzt beginnt, hat man zum Frühjahr das Strickzeug erledigt. Oder ja. So. Genau. Und was wollte ich jetzt noch was? Ach ja, genau, wir haben noch eine Aktion auf Reste, weil wir brauchen ja Platz. Die ganzen Reste sind bei jetzt uns nochmal 20% reduziert. Und auch sonst haben wir viele Stoffe reduziert, Baumwoll, Jersey, Sweatshirt, auch im Modebereich haben wir einiges reduziert. Genau. Wenn ihr da noch Bedarf habt, würden wir uns freuen, weil wir brauchen dringend Platz für die Also neue wenn Sache. Die Evi mal kurz auf die Seite geht, da hinten, sie ist tatsächlich auch unser Tisch da hinten, der Tisch da lang, der geht bis ganz nach da hinten, da oben drauf sind tatsächlich auch alles unsere reduzierten Stoffe. Da sind auch noch Mantelstoffe dabei, auch schöne hochwertige Mantelstoffe, vielleicht für einen Mantel für die nächste Saison. Da sind wir ja oftmals nicht so gebunden und manchmal braucht so ein Projekt auch ein bisschen längere Zeit, dann kann man sich das vielleicht vornehmen für den nächsten Winter, einfach was ausprobieren, einen schönen Mantel oder so, da ist der eine oder andere wunderschöne Mantelstoff auch noch dabei. So, ja. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Woche. Ja. Vielleicht hört man noch von dem einen oder anderen. Ja, wir sind auf alle Fälle für euch parat. Wir helfen euch gerne weiter, auch mit Fragen, mit Fachfragen oder mit Style-Fragen zu irgendwelchen Sachen. Wir beraten euch gerne, geben euch gerne Tipps und helfen euch sehr, sehr gerne weiter. Dann bis zum nächsten Dienstag. Ja, in alter Frische. Und mit neuen Stoffen. Genau, und mit ganz viel Motivation für die nächsten Projekte. Was bis dahin wieder genäht wurde, oder? Ja, schauen wir mal. Okay, in dem Fall, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.